Batman Logs in Ark. In Ark Survival Evolved gibt es viele Möglichkeiten, die Welt zu erkunden und ihre Geheimnisse zu enthüllen. Während du durch die Welt reist, wirst du auf eine Vielzahl von Landschaften stoßen. Von dichten Wäldern bis hin zu hohen Bergen und Tiefen oder furchteinflößenden Höhlen. Am besten erkundest du die Welt mit deinen Freunden und weiteren Mitspielern, damit du den lauernden Gefahren gewachsen bist. Um dir das Leben in Ark etwas zu erleichtern, kannst du Admin-Befehle nutzen. Diese stehen jedem Spieler zur Verfügung, der das sogenannte Admin-Passwort kennt und dieses in die Konsole des Spiels eingibt. Damit du den Überblick hast, welcher Spieler welche Befehle nutzt, gibt es Admin-Logs. Wie du diese auf deinem Ark Survival Evolved Server richtig nutzt und somit alle deine Mitspieler im Blick hast, zeigen wir dir in diesem Video. Nützliche Videos. Wenn du Admin-Befehle auf deinem Server nutzen möchtest, musst du natürlich erst einmal ein Admin sein. Wie das genau funktioniert, zeigen wir dir in diesem Video. Außerdem musst du, um Admin-Logs zu aktivieren, in dein Webinterface. Damit du dich darin zurechtfindest, haben wir dieses Video für dich aufgenommen. Hier findest du alles, was du über dein Nitrado-Webinterface wissen musst. Admin-Logs aktivieren. Admin-Logs zeichnen die auf dem Server verwendeten Admin-Befehle auf. Dies ermöglicht dir, für deine Mitspieler transparent zu sein, da sie so sehen können, was auf deinem Server vor sich geht. Wenn du wissen möchtest, wie man Admin-Befehle verwendet, kannst du dir dieses Video angucken. Lass uns nun über die Aktivierung von Admin-Logs auf deinem Server sprechen. Geh in dein Webinterface und stoppe deinen Server. Geh danach in die allgemeinen Einstellungen. Suche nach der Admin-Log-Sektion. Dort findest du folgende Einstellungen. Aktiviere Admin-Logs. Dafür musst du einen entsprechenden Haken setzen. Game-Log-Puffer. Gib an, wie viele Zeilen im Admin-Log aufrufbar sind. Speichere anschließend die Einstellungen und starte danach deinen Server neu. Wenn Admin-Logs aktiv sind, kannst du sie mit dem Archon-Tool anschauen. Zum Archon-Tool haben wir ebenfalls ein Tutorial für dich aufgenommen. Das kannst du auch oben im i finden. Logs im Expertenmodus aktivieren. Falls du den Expertenmodus für die fortgeschrittene Bearbeitung deiner Ark-Server-Einstellungen aktiviert hast, musst du die Admin-Logs manuell aktivieren. Geh wieder in dein Webinterface. Navigiere zu deinen Experteneinstellungen im Menü auf der linken Seite und wähle anschließend die Game-User-Settings.ini-Datei im Dropdown-Menü aus. Setze das Argument Admin-Logging ist gleich auf True. Das sollte dann so aussehen. Speichere die Einstellungen und starte deinen Server neu. Jetzt weißt du, wie du die Admin-Befehle nutzen kannst und diese richtig im Auge behältst. Ark Survival Evolved stellt dich und deine Mitspieler oft vor große Herausforderungen, bei denen es sich lohnen kann, den ein oder anderen Admin-Befehl zu benutzen. Wirst du dich dabei beherrschen oder wirst du dich unbesiegbar machen und alles und jeden aus dem Weg räumen? Mit den Admin-Logs hast du jederzeit den Überblick auf alle genutzten Admin-Befehle auf deinem Ark Survival Evolved Server. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Gib dem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat und abonniere unseren Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.